Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Gäste. Wir stellen heute unseren Antrag vor mit dem Titel Brandenburg braucht eine zukunftsorientierte Familienförderung. Aber zuallererst möchte ich an der Stelle mal ganz kurz unserer Parteivorsitzenden Frauke Petri zur Geburt ihres gesunden Nachwuchses gratulieren, was ja zu dem Thema gut passt. Ja, wir fordern mit unserem Antrag die Landesregierung auf, ein entsprechendes Familienförderungsprogramm zu erstellen und darin die von uns aufgeführten Punkte aufzunehmen und sich bei den entsprechenden Positionen auf Bundesebene für die Umsetzung einzusetzen bzw. den Anstoß hierfür zu geben. Warum ist denn eigentlich ein solches Familienförderungsprogramm notwendig? Der Schutz der Familie ist ja bereits in Artikel 6 des Grundgesetzes festgeschrieben. Und wenn auch in Brandenburg eine minimale Steigerung der Geburtenrate zu verzeichnen ist, so ist langfristig die Schrumpfung der angestammten Bevölkerung doch leider zu befürchten. Die Abtreibungen in Brandenburg sind in 2016 im Vergleich zu 2015 leicht gestiegen. Das soll verringert werden, um eben das ungeborene Leben zu schützen. Um Gottes Willen, also Herr Dommes, das verstehe ich nicht, warum man ungeborenes Leben nicht schützen sollte. Wir setzen uns für den Erhalt der klassischen Familie ein und bekennen uns auch zur Tradition. Denn sie ist die Grundlage des Gemeinwesens sowie des Staates und unverzichtbar für die Stabilität der Gesellschaft. Familie bedeutet nämlich Identität und Gemeinschaft im Kleinen. Familien sind immer noch und von einer Mehrheit der Deutschen gewünscht, unabdingbar für die Betreuung von Kindern und die Versorgung von Angehörigen im Pflegefall im Alter. Die klassische Familie steht zu Recht unter besonderem Schutz des Grundgesetzes. Lassen Sie mich die wichtigsten Aspekte unseres Antrages hier kurz skizzieren. Ein Lieblingsthema der Landesregierung fasst die familienpolitische Fehlentwicklung perfekt zusammen. Es ist der Tanz ums goldene Kalb namens Gender Mainstreaming. Es ist die Kopfgeburt von Soziologen und Politologen, die sich damit lediglich Stellen an den Hochschulen schaffen wollen. Es ist eine Wissenschaft, oder es ist vielmehr keine Wissenschaft, es ist eine getarnte Wissenschaft. Es ist ein Blödsinn, der nicht aufklärt, sondern nur mit Nebelkerzen wirft. Die dafür geplanten 136.000 Euro, die sollte man besser für die Familienförderung ausgeben, statt zur Finanzierung dieses Gender Mainstreamings. Hinzu kommt ja noch die Finanzierung von Professuren wie Geschlechtersoziologen, die sich in anderen Etats wiederfinden. Dabei geht es doch im Gender Mainstream noch nicht einmal um die Gleichberechtigung, sondern es geht um die Gleichstellung, und zwar die Geschlechtergleichstellung. Und daher fordern wir die Beendigung der Finanzierung der Gender-Projekte. Wir sehen die Förderung junger Familien. Frau Abgeordnete, lassen Sie eine Zwischenfrage an Mikro 2. Dann mache ich mal die Redezeit aus. Frau Kollegin Große, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete Bessin, können Sie mal definieren, was Sie unter einer klassischen Familie verstehen, damit wir Ihnen folgen können? Okay. Ich dachte, dass es bereits ja hinlänglich bekannt ist, wie das Familienbild der Alternative für Deutschland aussieht, wofür wir stehen. Die klassische Familie, von der wir schon seit Gründung sprechen, ist die Familie bestehend aus Mann und Frau, aus der eben auch die Kinder hervorgehen. So, wir kommen zur Förderung junger Familien, die wir als sehr wichtig ansehen. Denn gerade auch studentische Eltern brauchen den Ausbau des Modells Studieren mit Kind. Betreuungsplätze müssen an den Hochschulstandorten ausgebaut werden und in entsprechender Zahl vorhanden sein, damit junge Eltern die Möglichkeit haben, dass wir sie im Land halten können und eben später auch als Steuerzahler im Land fungieren können. Der Erlass der BAföG-Rückzahlung. Frau Abgeordnete, lassen Sie eine weitere Zwischenfrage zu am Mikro 6. Bitte? Ja, gut, bitte. Dann Herr Dr. Lebt nach Ihrer Auffassung Ihre Spitzenkandidatin Frau Weidel in einem dem AfD-Familien, klassischen Familienbild entsprechenden Familie? Lieber Herr Redmann, dass von irgendeinem eine entsprechende Frage heute kommen wird, war ja zu vermuten. Wir haben uns nie gegen andere Familienbilder gewandt. Da werde ich in der Rede auch nachher noch mal drauf eingehen. Wir haben aber das klassische Familienbild, aus dem die Kinder hervorgehen. Und dieses,
Lassen Sie mich doch mal ausreden und dann kann von mir aus der Nächste eine Frage stellen. Die Anfrage beantworte ich dann auch gerne. Aber jetzt würde ich gerne erst mal auf Herrn Riedmann antworten. Aus der klassischen Familie gehen nun mal die Kinder hervor, die unsere Gesellschaft logischerweise auch am Leben erhalten. Und die Mehrheit unserer Gesellschaft lebt in dieser klassischen Familie. Deswegen unterstützen wir die klassische Familie, haben aber, das habe ich auch schon mehrfach und andere Kollegen auch hier im Plenum betont, haben wir auch Organisationen in der AfD namens Schwule in der AfD und andere Homosexuelle, ich weiß gar nicht, wie die Gruppierungen alle heißen, die auch alle von der Alternative für Deutschland unterstützt werden, die mit uns gemeinsam zusammenarbeiten, denn auch Minderheiten dürfen logischerweise existieren. Wir haben uns aber ganz klar in unserem Parteiprogramm der klassischen Familie ausgesprochen. So, jetzt kommen wir wieder zur Förderung der jungen Familien. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt BAföG-Rückzahlung einkommen, an dem ich gerade angesetzt hatte. Wenn also Studierende während des Studiums in der Regelstudienzeit Kinder bekommen, dann sollten zum Beispiel BAföG-Zahlungen diesbezüglich erlassen werden. Denn aktive Familienpolitik ist also auch gut für das Gemeinwesen, das soziale Miteinander und übrigens auch für den Wirtschaftsstandort Brandenburg. Zusätzlich brauchen wir mehr Kita-Plätze und die Ausweitung des Tagesmütterkonzeptes, insbesondere in den ländlichen Regionen. Kinder dürfen einfach kein Luxus sein. Die Eltern brauchen eine echte Wahlfreiheit, ob sie ihre Kinder in die Kita bringen oder zu Hause erziehen wollen. Und deswegen fordern wir einen kostenlosen Kita-Besuch. Und zur tatsächlichen Wahlfreiheit gehört aber eben auch die finanzielle Möglichkeit für einen Elternteil, der lieber sein Kind zu Hause erzieht, diesen eben auch entsprechend zu Hause finanziell zu unterstützen. Finanzielle Unterstützung für werdende Familien ist ein grundlegendes und deswegen haben wir in unserem Antrag noch einmal, wie wir schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt, das zinsfreie Darlehen zur Familiengründung aufgenommen. 10.000 Euro bei der Familiengründung ist nicht zu viel und mit der Geburt eines jeden Kindes kann dieses Darlehen um 25% getilgt werden. Ja, und wir bekennen uns auch ganz klar dazu, dass wir dieses exklusiv deutschen Staatsbürgern gewähren wollen und haben das zusätzlich daran geknüpft, eine 5-jährige Aufenthaltswohnsitz, ein Wohnsitz in Brandenburg, damit man auch nicht einfach kurzfristig nach Brandenburg reist und das ausnutzt. Ein Mindestmaß an Bekenntnis zum Land ist richtig und übrigens in den europäischen Nachbarländern, Herr Breetz, völlig normal. Und auch für Eltern müssen Anreize geschaffen werden. Daher schlagen wir die Erweiterung des Elterngeldes vor, und zwar von 14 auf 18 Monate. Und diese soll von 65% auf 100% erhöht werden. Was wir heute schon oft thematisiert haben, ist der ÖPNV im Land. Dazu komme ich auch noch mal ganz kurz. Sie haben es wahrscheinlich alle gelesen. Wir befürworten ein kostenloses Freizeitticket für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die sich in der Ausbildung befinden, dass sie die Möglichkeit haben, in Brandenburg eigenständig aktiv umherzufahren. Dazu hatte ich mich ja bereits in der Aktuellen Stunde zur Ausbildung im Land bereits geäußert. Sie wissen alle, Brandenburg ist ein Pendlerland und für eine Ausbildungsausübung ist gegebenenfalls sogar ein zweiter Wohnsitz notwendig. In dem Antrag sind wir auch auf dieses Problem eingegangen, denn die Zahlung einer zweiten Wohnsitzsteuer soll auf Antrag und Bescheinigung durch das Land wieder zurückerstattet werden. Dann kommen wir noch auf die Wohnsituation in Brandenburg. Da ist auch noch mal ein ganz besonderes Augenmerk drauf zu richten, denn Sie alle wissen ja, mit dem sozialen Wohnungsbau in Brandenburg, da ist es nicht so groß gelegen. Gerade für kinderreiche Familien, junge Ehepaare, ältere Menschen, Behinderte ist es oftmals nicht einfach, einen bezahlbaren, ansprechenden Wohnraum zu finden. Und hier muss entgegengesteuert werden. Vermögensbildung durch überwiegende Förderung von Familienheimen und Familienwohnungen wäre eine Möglichkeit. Mit einem weiteren Punkt, dem Familiensplitting in Form von angemessenen Beiträgen für Familienmitglieder, kann zusätzlich noch eine spürbare Einkommensteuerentlastung geführt werden. Und wir würden uns freuen, wenn wir alle gemeinsam sachlich nicht nur hier im Plenum diskutieren, sondern gerne den Antrag in den Ausschuss überweisen, wenn wir dort denn genauso weiter diskutieren, wie Sie es hier gerade untereinander machen, würde ich mich darüber sehr freuen und unsere Fraktion wäre Ihnen dafür dankbar.
Frau Golz, ich finde es von Ihnen schon relativ anmaßend, über unseren Antrag so zu urteilen und uns hier so zu verunglimpfen und uns mit dem Nationalsozialismus indirekt gleichzustellen. Das finde ich eine absolute Frechheit von Ihnen und da erwarte ich eine Entschuldigung von Ihnen. Genauso finde ich es eine Frechheit von Ihnen, hier zu veräußern, die Geburtshilfe würden wir nur für deutsche Kinder haben wollen. Also entweder lesen unseren Antrag und unterstellen uns nicht irgendwas, Sie als Ministerin, Sie haben hier ein gewisses Neutralitätsgebot und dieses Neutralitätsgebot, das erwarte ich auch uns gegenüber. So, vielleicht sollten Sie, Frau Golze, auch noch mal mit Bildungsminister Baske zusammen darüber diskutieren, ob der Biologieunterricht vielleicht doch in Zukunft separat unterrichtet wird, weil wie Kinder gemacht werden, brauche ich, denke ich mal, hier nicht zu erklären. Frau Nonnemacher, Sie sprechen immer von der Gleichberechtigung des Artikel 3 des Grundgesetzes. Sie selbst wissen doch ganz genau, dass Gender Mainstream überhaupt gar nichts mit Gleichberechtigung zu tun hat, sondern dass es dabei um die Gleichstellung der Geschlechter geht. Und dieser feine Unterschied, darauf sollten Sie doch in Zukunft mal eingehen, bevor Sie sich hier irgendwie äußern. Ich kann sehr wohl zuhören, ich kann auch im Protokoll nachlesen. Frau Alter, Sie haben gesagt, Sie diskutieren schon lange über kostenlose Kita-Plätze. Das haben wir leider mitverfolgt. Und ich frage mich, wie lange soll diese Diskussion noch gehen? Weil diese Diskussion über kostenlose Kita-Plätze, also irgendwann muss es dann auch mal zu Ergebnissen führen. Hilfsangebote für Schwangere. Zu dem Punkt Hilfsangebote für Schwangere. Da haben wir hier geschrieben, um ungeborenes Leben zu schützen und Abtreibung zu verringern, sollte nur noch jene Beratungsstelle staatlich gefördert werden, die neutral berät. Und das Wörtchen neutral sollte an der Stelle auch dann mit zitiert werden, statt uns hier irgendwas zu unterstellen. Um nochmal auf das Gender-Mainstreaming-Thema zurückzukommen, was ja von vielen hier aufgegriffen wurde, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht schon mal in Ihr Nachbarland Österreich geguckt haben. Die Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek der SPÖ hat eine Broschüre rausgegeben. Da ging es um die Durchführung der Steinigung, die eindeutig Nachteile für Frauen aufweist und im Gender-Mainstreaming, nach Gender-Mainstreaming-Wissenschaft untersucht wurde. Also wie irre dieses Gender-Mainstreaming oder Ihre Wissenschaft. Ja, dann gucken Sie mal nach. Suchen Sie mal im Internet, da finden Sie eine ganze Menge darüber, was Gender Mainstreaming tatsächlich ist und dass es wissenschaftlich überhaupt gar nicht belegt ist. Und dass wir hier unterschiedliche Familienbilder haben. Sie müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Dass wir unterschiedliche Familienbilder haben, das haben wir heute festgestellt. Übrigens, Frau Bader, im 18. Jahrhundert waren die Frauen in der Oberschicht komplett emanzipiert und anerkannt.